Das Internet der Dinge, kurz IoT, hält immer mehr Einzug in der Industrie. Hier erwarten IT-Experten die meisten IoT-Projekte in der vernetzten Produktion, der Qualitätskontrolle sowie für intelligent vernetzte Produkte. Im Werk Leipzig der BMW Group testet ein Innovations- und Logistikteam den Einsatz von Smart Devices in der Intralogistik und setzt dabei mit Narrowband IoT auf einen besonderen Funkstandard. Das Thema Narrowband ist für uns hier am Standort Leipzig, der BMW Group und auch für die gesamte Group ein wichtiger Bestandteil hin zur Digitalisierung und zur konsequenten Umsetzung Industrie 4.0. Konkret erprobt die BMW Group im Werk Leipzig den Einsatz des sogenannten IoT-Service-Button für die Intralogistik. Uns unterstützt der Service-Button damit, dass wir Prozessabläufe automatisieren können. Dadurch können wir Prozesse effizienter steuern und somit den Mitarbeiter entlasten. Dies erhöht gleichzeitig die Versorgungssicherheit in der Produktion. Der Service-Button ist über den Funkstandard Narrowband IoT mit der Software im Hintergrund vernetzt und ist denkbar einfach zu installieren. Narrowband IoT ist eine Funktechnologie, die uns dabei unterstützt, smarte Devices miteinander zu vernetzen. Zukünftig können wir uns vorstellen, die Interaktion mit diesen Devices auch in Kombination mit selbstfahrenden Transportsystemen oder Robotics-Ansätzen zu verbinden. Entwickelt hat die Telekom den Service-Button gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik in Dortmund in den Telekom Open IoT Labs. Der IoT Service Button ist der erste Button, der sich über Narrowband IoT ohne weitere Infrastruktur, ohne dass man extra ein WLAN oder eine Bluetooth-Verbindung aufbauen muss, mit dem nächsten Router in Verbindung setzt, der Telekom, und damit dann eben auch mit seiner Cloud, mit seiner Plattform, mit dem Data Intelligence Hub unmittelbar in Verbindung setzt. Und das ist ein ganz entscheidender Vorteil für viele logistische Applikationen, weil sie eben nicht jedes Mal wieder eine Installationsarie machen müssen, sondern sie können ganz unmittelbar, sie kleben den Knopf einfach an die Wand und können sofort starten. Die einfache Installation, der geringe Energieverbrauch, die sehr hohe Flexibilität und die sehr gute Skalierbarkeit sind für das Logistikteam im Werk Leipzig die schlagenden Argumente für den Service-Button. Im konkreten Anwendungsfall setzen wir den Service-Button zum Materialabruf ein. Der Logistikmitarbeiter drückt den Service-Button. Damit wird über eine Cloud ein Abruf an unsere Transport- und Lagersysteme gesetzt. Darüber wird wiederum das Material physisch an das Band verbracht. Das geschieht hier im Werk Leipzig zum größten Teil vollautomatisch. Der IoT-Service-Button sendet die Informationen direkt in eine Cloud in einem sicheren Rechenzentrum. Dort können Anwendungen diese Daten in SAP integrieren, direkt weiterverarbeiten oder für Analysen nutzen. Narrowband IoT hat weitere große Vorteile. Der Funkstandard eignet sich für den Aufbau von Maschinen- und Sensorennetzen, ist schnell, günstig, energiesparend und hat Zukunft. Ein ganz entscheidender Punkt ist, dass Narrowband IoT Bestandteil der 5G und damit der 3GPP-Standardisierung ist. Also es ist absolut zukunftssicher. Wir werden auch in 20 Jahren noch Narrowband IoT haben, wenn 5G eben eingeführt ist. Und Narrowband IoT ist der erste Schritt in dieses Netz.